Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe der Most Actives in dieser neuen Handelswoche. Und die vergangene Handelswoche, da hatte der DAX ja einige neue Rekorde hingelegt. Jetzt lässt es so ein bisschen ruhiger angehen. Also wir sind jetzt am Nachmittag so fast unverändert unterwegs. Vorher waren wir leicht im Minus, also ein bisschen Füße stillhalten nach dem Rekord und auch so ein bisschen die Abwartehaltung im Sinne von, man hat jetzt auch viel Vorschusslorbeeren schon verteilt, dass die Berichtssaison so gut weitergeht, wie sie bisher gelaufen ist. Und das wartet man jetzt so ein bisschen ab, denn nicht alle Zahlen, die heute zum Beispiel präsentiert worden sind, kamen gut an. Letzte Woche hatten wir Positives von der Berichtssaison, aber natürlich vor allem die positiven Signale, die wir von der US-Notenbank bekommen hatten, die uns dann ein ganzes Stück weit angeschubst hatten. Wir schauen jetzt bei einem relativ unveränderten DAX doch mal so los, wo mehr los war. Und da schauen wir jetzt auf die meistgehandelten Aktien heute beim Online-Broker Flatex. Auf der Kaufseite sehen wir BioNTech, Tesla, die Lufthansa, Pfizer und Varta. BioNTech hat es letzte Woche mal ganz schön erwischt, die Aktie. Da ging es ordentlich runter. Genauer gesagt, am Freitag hatten wir die Meldung, dass Pfizer eine wirksame Medikamentierung quasi gegen Corona in der Pipeline hat. Haben Anleger dann eben befürchtet, dass die Impfstoffe dagegen dann quasi so ein bisschen das Nachsehen haben, dass man dann eher medikamentiert als vorher impft. Das hatte für einigen Druck bei den entsprechenden Aktien, die man vor allem von den Impfstoffherstellern kennt, wobei die Impfstoffe ja nicht nur gegen Corona sein müssen, eben für Druck gesorgt. Also man sagt aber, die Impfung bleibt weiterhin wichtiger Bestandteil der weltweiten Kampagnen im Kampf gegen Corona, gerade was auch das Thema Boosterimpfung betrifft, was ja gerade eben auch politisch sehr, sehr viel diskutiert und auch sehr, sehr öffentlich diskutiert wird. Also insofern ist das jetzt nicht unbedingt so dieses, dass man sagt, Impfungen braucht dann keiner mehr. Und Marion Schlegel vom Aktionär, die sagt dann eben auch, also weil die Aktie von BioNTech hat sich von ihrem Abrutscher heute schon im frühen Handel ganz gut erholen können. Und Marion Schlegel sagt, ein Ausblick aufs weitere Geschäft könnte es am morgigen Dienstag geben. Da legt BioNTech die Zahlen fürs dritte Quartal vor. Langfristig im Fokus steht aber klar die weitere Pipeline und insbesondere eben auch die Onkologie-Projekte. Also wie gesagt, man guckt da ja nicht nur auf Corona. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie von BioNTech zuletzt die 200-Tage-Linie verteidigen können. Diese funktioniert auch weiterhin als wichtige Unterstützung. Der Aktionär bleibt langfristig ganz klar weiter zuversichtlich. Wir schauen weiter auf Tesla. Da gab es jetzt ein bisschen was Ungewöhnliches, aber was ist bei Tesla schon so ganz gewöhnlich? Und zwar hat Elon Musk abstimmen lassen. Genauer gesagt, ob er seinen Anteil im Unternehmen reduzieren soll oder nicht. Hat er mal eben so auf Twitter gefragt am Wochenende. Und daraufhin ist die Aktie am Montagmorgen rund 8% gegenüber dem New Yorker Schlusskurs tatsächlich abgerutscht. Davon jetzt mal ganz abgesehen, Jefferies hat das Kursziel angehoben von 950 auf 1.400 Dollar. Auch eine Ansage. Was schreibt der Kollege Jochen Kauper vom Aktionär dazu? Der schreibt, ob Musk jetzt seinen Anteil verringert oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass Tesla aktuell der Trendsetter im Bereich E-Mobility-Software und autonomes Fahren ist. Der Aufwärtstrend der Aktie ist nach wie vor intakt. Allerdings ist das Papier nach dem Zwischenspurt angetrieben durch den Herzdeal deutlich überhitzt. Konsolidierung, also demnach kein Beinbruch. Sein Votum halten. Wir schauen weiter auf die Verkaufsseite und da tummeln sich auch die Tesla-Papiere beispielsweise am heutigen Tag, aber ansonsten noch BioNTech, Lufthansa, Wirecard und Varta. Ja, Varta, da hat die Wachstumsstory einen ganz ordentlichen Dämpfer bekommen. Da ging es für die Aktie auch richtig runter, genauer gesagt nach der Prognosesenkung in der Spitze um 20% eingebrochen. Also neben der schwächeren Entwicklung im laufenden Jahr belastet auch der Ausblick auf die kommenden Jahre. Kam also alles nicht so gut an. Weitere Details gibt es dann zu den endgültigen Q3-Zahlen am 11. November. Und der Kollege Michael Schröder vom Aktionär, der schreibt dazu, durch den geplanten Einstieg in das E-Mobility-Geschäft bleiben die langfristigen Aussichten unverändert gut. Es dürfte aber eine Weile dauern, bis das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstory zurückgekehrt ist und sich die Aktie wieder nachhaltig nach oben lösen kann. Der Aktionär ist vorerst nach den Zahlen an die Seitenlinie gewechselt, wird aber wie gewohnt auf mögliche Trading-Chancen bei der Aktie hinweisen. Das war's für die erste Ausgabe der Most Actives in dieser Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt natürlich noch einen schönen Tag und erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie wollen, morgen zur gleichen Zeit gibt es natürlich wieder hier die Most Actives. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.